Ja, sehr geehrte Damen und Herren, herzlichen Dank, dass Sie sich so zahlreich eingewählt haben. Mein Name ist Nadine Schönlau. Ich verantworte im Business Financial Advisory den Bereich Marketing, Events und Communication. Bevor wir jetzt loslegen, möchte ich Ihnen noch kurz einige organisatorische Hinweise an die Hand geben. Wir werden den Webcast aufzeichnen und im Nachgang auf die Website stellen. Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, können Sie jetzt den Webcast verlassen oder natürlich einfach still zuhören. Während des Vortrags können Sie jederzeit Ihre Fragen über das Q&A-Fenster eingeben. Das finden Sie in der unteren Leiste. Und wir werden auch gegen Ende die Leitung freischalten, sodass Sie dann natürlich auch die Gelegenheit haben, live Ihre Fragen zu stellen. Ich darf Sie jetzt zu unserem heutigen ersten Webcast Around the Valuation World begrüßen. Das heutige Thema ist Earn-out-Vereinbarung beim Unternehmenskauf, typische Streitpunkte und bilanzielle Abbildung. Und dazu begrüße ich heute gerne unseren Experten Andreas Becker, Head of Valuation Modeling und Economics in Deutschland. Ich wünsche Ihnen jetzt einen interessanten Webcast und übergebe damit gerne das Wort an dich, Andreas. Ja, vielen Dank, Nadine. Also einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich stelle mich kurz weiter vor, da nicht alle hier sicherlich mich kennen werden. Also Andreas Becker, Partner Financial Advisory, und ich verantworte in Deutschland das Valuation Modeling und Economics Business an vielen Standorten mit natürlich diversen Partnern und ihren Teams. Ich bin Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und in den jetzt fast 30 Jahren Projektarbeit zunächst mit Audit gestartet, dann über IPOs, Transaction Services, also Due Diligences gemacht, aber in den letzten knapp 20 Jahren doch eigentlich ausschließlich Valuation und zur Überleitung auf das Thema auch Dispute Services dabei und im Rahmen der Purchase Price Allocation auch dann das Thema, wie bilanziere ich eigentlich Earnouts? Nun, das Thema Earnout habe ich heute gewählt, einmal als sehr große Schnittmenge zu den Themen im M&A-Sektor, im Accounting und auch im steuerlichen Bereich, wenn es da zu Deals kommt. Und auch deswegen, weil wir gerade jetzt im zurückliegenden Geschäftsjahr eine Vielzahl von Themen rund um den Earnout betreut haben, sei es im Bereich von Schiedsverfahren, nationalen und auch internationalen Schiedsverfahren, aber auch im Bereich dann der PPA zur Abbildung. Gehen wir einmal rein und starten wir mit den Themen, die ich für heute vorbereitet habe. Zunächst mal Earnout. Ich starte mal nicht mit einer Definition. Es ist schwierig, eine einheitliche Definition zu Earnout zu finden. Es ist eigentlich eine vertragliche Vereinbarung zwischen Käufer und Verkäufer für bedingte Kaufpreisbestandteile, wo sich der Kaufpreis also in den kommenden 1, 2 Jahren, meistens seltener 3 Jahre und weiter, noch herauskristallisieren müssen und durch den Eintritt von weiteren Bedingungen erst danach zum Vollzug kommen. Was wir sehen ist, dass gerade in der europäischen M&A-Practice die Earnouts offensichtlich immer beliebter werden oder in den letzten Jahren schon beliebter waren. Das mag mit ökonomischen Unsicherheiten zusammenhängen, sodass Käufer und Verkäufer unterschiedliche Erwartungshaltungen haben. Wir sehen dies insbesondere eigentlich immer im Life Science-Bereich, im Technology-Bereich. Bei beiden hat man eine Produktpipeline, die vielleicht so am Markt noch nicht etabliert ist. Gerade im Life Science-Bereich muss das Produkt gegebenenfalls erst noch durch die FDA oder europäische Zulassung. Und insofern ist eine erhebliche Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung noch im Businessplan enthalten. Ähnliches trifft bei Technology zu, die noch nicht voll ausgereift ist oder zumindest nicht so etabliert ist. Aber auch überraschenderweise im Energy-Sektor, gerade da in der jüngsten Zeit, die, ja, man muss schon sagen, Turbulenzen am Markt hinsichtlich der Preisentwicklungen, sodass auch hier Käufer und Verkäufer häufiger zu dem Instrument Earnout auf das Instrument zurückgreifen. Also Earnout, da sprechen wir von, wenn in meinem Unternehmenserwerb Käufer und Verkäufer verhandeln und dann sehr häufig im späteren Prozess der Verhandlungen merken, hier gibt es doch signifikant unterschiedliche Einschätzungen zu der Entwicklung des Targets. Der Seller legt den Businessplan vor, der Buyer hat seinen Buy-Side Case und trotzdem kommt man nicht in einen Einigungsbereich und dadurch vereinbart man dann EBITDA oder Umsatzziele sehr häufig. Das sind die, die wir zumeist sehen und wie gerade gesagt, auch zumeist 1 bis 2 Jahre, damit der Earnout noch handhabbar bleibt und in der Zukunft auch abrechenbar, denn wenn man noch länger warten würde, wird es irgendwann schwierig, wenn das Target integriert wird in einen Konzern, hier den Earnout noch richtig oder die Targets nachzuvollziehen.
Wir sehen natürlich auch Management- oder Mitarbeiter-Retention-Themen in einer Earnout-Formulierung. Da möchte ich nicht so stark drauf eingehen, nur der Hinweis da, dass man im Rahmen der Ermittlung des Kaufpreises hier gut schauen muss, ob es sich nicht hier um Vergütungsbestandteile handelt, die gar nicht so sehr mit dem Kaufpreis zu tun haben, sondern mit dem weiteren Verbleib des Managements im Unternehmen und damit mit der zukünftigen Leistungsfähigkeit dann nachher des Management und der Mitarbeiter. Meistens gerade erwähnt, gibt es insbesondere im Life Science-Bereich sehr häufig, dass man in den kommenden Jahren die Milestones erstmal vereinbart, um dann eine weitere Zahlung zu ermöglichen. Die Problembereiche, auf die ich hier kommen möchte, sind einmal Formulierung und Definition im SBA zur Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten. Was wir sehen, sind sehr vielfältige Definitionen, sehr ausführliche im SBA und dennoch ist es häufig gut gedacht und dann doch in der Ausführung problematisch, möchte ich mal sagen. Wir sehen die Möglichkeit der Einflussnahme, insbesondere des Verkäufers, als Problem dort. Denn wenn 100% der Anteile veräußert worden sind, Full Control beim Käufer ist, dann ist es schwer für den Verkäufer, hier noch den Einfluss zu nehmen, den er sich wünschen würde, um seine angedachten Ziele dort eigentlich zu erreichen. Und dann im zweiten Teil komme ich dann auf die Bilanzierung zu sprechen der bedingten Kaufpreisbestandteile beim Käufer, aber auch beim Verkäufer und hier insbesondere die Gewinnrealisierung und die Versteuerung. Ziel meines Vortrags soll eigentlich sein, dieses Thema einmal dafür zu sensibilisieren über die verschiedenen Abteilungen M&A, Accounting, Tax, da es doch ansonsten in der Verhandlung gerade im Endteil der Verhandlungen zu gegebenenfalls Schnellschlüssen kommen kann und nicht alle einbezogen worden sind, welche Probleme auftauchen können. Ich möchte mit Praxisfällen einmal darstellen, wo es zu Schwierigkeiten kam und warum eigentlich dort und dann halt die Bilanzierungspraxis einmal darstellen und daraus ergeben sich Gestaltungsmöglichkeiten und auch sicherlich Grau- oder Diskussionsbereiche. Starten möchte ich mit jüngsten Praxiserfahrungen. Ich habe drei Beispiele einmal aus unseren letzten Projekten mitgebracht, wo es um Earnout-Regelung ging. Und hier möchte ich mit einem ersten Fall einmal starten, den ich mal als Post-M&A-Dispute bezeichnen möchte. Wir waren hier Gutachter, aber Parteigutachter auf der einen Seite in einem internationalen Schiedsgerichtsverfahren zu einer Earnout-Klausel, wo wir in diesem Fall den Erwerber vertreten haben. Es handelte sich eigentlich um einen typischen Synergy-Case. Hier gab es Gründer im Softwarebereich, die ihre Software marktfähig schon entwickelt hatten und haben ihr Unternehmen jetzt verkauft an einen strategischen Investor und sind davon ausgegangen, dass mit diesem strategischen Investor auch gute Synergien zu erwirtschaften sind und dadurch ihr Unternehmen in guten Händen dort ist. Nun streckten sich die Verhandlungen seinerzeit dort, als verhandelt worden ist, auch noch in der Endphase der Corona-Krise über eine längere Zeit hin. Über 6 Monate hatte man dort verhandelt und in diesem Zeitablauf musste die EBITDA-Prognose des laufenden Jahres schon nach unten korrigiert werden. Dadurch wurde der Käufer etwas nervöser oder unsicherer bezüglich des Eintritts. Man wollte dort auch im Wesentlichen EBITDA-Multiple basiert das Ganze machen und man ging mit den Kaufpreisangeboten zurück. Letzten Endes hat man sich dort auf ein Earnout-Target für das EBITDA verständigt für das kommende Geschäftsjahr. Hier in diesem Fall ein weiteres Geschäftsjahr. Und hier muss man bedenken, die Verhandlungen zogen sich bis September und sofort ab dem 1. Januar lief dieses Geschäftsjahr. Und es war da schon zu dem Zeitpunkt fraglich, wie schnell Synergien sich eigentlich beweisen können. Allerdings hatte der Veräußerer auch einen Businessplan vorgelegt, an den er selber glaubte, dass das Target auch ohne die Synergien dahin kommen könnte. Und genau darum ging es jetzt in dem internationalen Schiedsgerichtsverfahren. Der Kläger, also der Veräußerer, hat nun geklagt darauf, dass der Erwerber in diesem Fall nicht sich voll eingesetzt hat, damit diese Synergien oder das Business sich so weit entwickelt wie geplant. Interessant hier, es ging die ganze Zeit auch im internationalen Schiedsgerichtsverfahren danach um die Formulierungen, die sich die Anwälte gut ausgedacht hatten, Obligation to continue the company in the ordinary course of business. Also hier zu sagen, das Geschäft soll schon so weitergemacht werden, wie es eigentlich bisher immer gemacht wurde und in der Anfangsphase war auch das Management noch mit an Bord.
Und man formulierte weiter, use all commercial reasonable efforts to support the company in selling the products dann. Das war so der Kern, die Kernthese des Klägers, zu sagen, ihr habt gerade nicht alles getan und ihr habt nicht zugesehen, dass unmittelbar danach unsere Software in eure Pipeline mit reingefaced wird und diese mitbeworben wird. Und dementsprechend kam es jetzt hier zur Klage, denn es kam natürlich nicht zum Earnout und der Veräußerer klagte auf den kompletten Earnout. Es war die Fragestellung für uns, inwieweit die Ergebnisabweichungen, die man sehen konnte, von den Earnout-Zielen auf vertragswidriges Handeln des Erwerbers eigentlich zurückzuführen war. Die Gegenseite zeigte in vielen Monaten Auseinandersetzungen und Schriftseiten dann hier ex ante und ex post Entwicklung. Ex ante deswegen, man hat gesagt, wie kann sich dieses Unternehmen eigentlich grundsätzlich weiterentwickeln, weil wir gehen ja davon aus, dass der Erwerber sich vertragswidrig verhalten hat. Also wie wäre es denn normalerweise gewesen und zeigte auf, wie eigentlich das Target in dem Umfeld sich hätte entwickeln können, wie Markt- und Wettbewerbskonstellationen waren, um aufzuzeigen, was eigentlich normal hätte passieren können. Insofern haben wir dem natürlich begegnet, das war der ursprüngliche Plan und er konnte genau so nicht eintreten, weil aus unserer Sicht er eigentlich überambitioniert war. Corona-bedingt auch noch etwas Schwierigkeiten dort vorhanden waren. Aber ganz einfach, dass auch schon im laufenden Jahr die EBITDA-Prognose runterging und damit eigentlich ein viel zu optimistisches Szenario da war. Wir merkten auch in der weiteren Verhandlung, dass der Verkäufer viel stärker auf die gemeinsamen Synergien gesetzt hatte, die dann nicht eingetreten sind. Und da muss man sich halt die Frage stellen, auch bei Earnout-Verhandlungen, kann es überhaupt sein, dass die Synergien so schnell sich frei entfalten können oder muss man dann nicht einen längeren Earnout-Zeitraum wählen, der hier sicherlich angebracht gewesen wäre? Zur Ex-Post-Entwicklung wurde natürlich auch viel analysiert, was muss man eigentlich dort an Rahmenbedingungen nochmal weiter durchleuchten, um aufzuzeigen, wie sich etwas bei anderen entwickelt hat und wie dieses Target eigentlich grundsätzlich sich hätte entwickeln können. Da die entscheidende Frage für das Schiedsgericht war, welche zusätzlichen Umsätze und zusätzliche Margen wären eigentlich bei vertragskonformem Verhalten realisierbar gewesen. Das Schiedsgericht hat noch nicht final entschieden in diesem Fall. Ich denke schon, es sieht da recht gut aus für den Erwerber, dass man das Ganze abwimmeln kann in diesem Fall. Allerdings trotzdem natürlich tragisch für den Veräußerer, der seinen Betrieb hier in guten Händen gesehen hatte, die Synergiepotenziale sah, die sich vielleicht auch noch entwickeln werden, aber durch die einperiodige Darstellung, dass man also ein Jahr nur genommen hatte und so aus seiner Zeit den Kaufpreis auf den EBITDA-Multiple sich verständigt hatte, war das Ganze schwierig in dieser Schnelligkeit, das Ganze so zu realisieren. Man sah auch die mangelnde Einflussmöglichkeiten des Veräußerers nach dem Verkauf. Er hätte sich gewünscht, dass viel stärkere Marketingmaßnahmen für seine Software aufgesetzt worden wären, dass viel mehr bestehende Kundschaft des Erwerbers dort kontaktiert gewesen wäre. Ja. Also und das, was ich erwähnte, der Earnout-Zeitraum war in diesem Fall eigentlich zu kurz gewählt. Ich gehe auf ein weiteres Thema, wo wir als Schiedsgutachter zwischen zwei Parteien tätig sind. Nicht genau Earnout genannt, aber genauso wirkend. In diesem Fall ging es um eine Kaufoption innerhalb der kommenden zwei Jahre, dass der Käufer zunächst 80% erworben hat und die restlichen 20% an einer EBITDA-Performance geknüpft waren. Hier ging es, das muss man schon dabei wissen, um die Baubranche, um Projektentwicklungsgeschäft und auch um Risiken natürlich in diesem Projektentwicklungsgeschäft, die dort aufgetreten sind. Beide Parteien haben sich darauf verständigt, dass die EBITDA-Performance über zwei Jahre hinweg als Durchschnitt betrachtet werden soll und dann mit einem Multiplikator zu vergüten ist für diese weiteren 20%. Also grundsätzlich Wirkung wie ein Earnout-Mechanismus. Was dann passiert ist, ist, dass viele Geschäfte, viele Projekte, die dort enthalten waren, abgeschrieben werden mussten, korrigiert werden mussten. Project Contingencies nicht sauber eingerechnet waren. Und somit kam es in den folgenden zwei Jahren zu erheblichen Verlusten dieses Targets, wo der Veräußerer
viele Dinge nun als Bereinigung sieht, sodass es dann doch zu positiven EBITDA hätte kommen müssen, während der Erwerber sagt, da war vieles schon vorher falsch bilanziert und damit kam es zum negativen EBITDA. Der Kaufpreis ist genau null für diese weiteren 20%, während die andere Seite einen signifikanten Kaufpreis noch sehen möchte. Auch hier laufendes Verfahren. Wir haben unser Schiedsgutachten abgegeben. Es wird sicherlich vor dem Schiedsgericht landen, weil die sich darauf sicherlich nicht verständigen können dann. Hier haben wir als zentrale Themenstellungen eigentlich Working Capital Anpassungsklauseln gehabt. Nicht im Sinne von Closing Mechanism, sondern hier ging es darum, es wurde sehr detailliert zu diesem Thema Earnout eigentlich oder wie das EBITDA zu korrigieren ist, Definitionen an den Tag gelegt, was ist zu bereinigen, was sind außerordentliche Themen, periodenfremde Themen, die herauszurechnen sind und die betrafen im Wesentlichen jetzt das Working Capital, insbesondere halt bei der langfristigen Auftragsfertigung und damit bei der Realisierung von Margen, die schon in den Bilanzen enthalten waren. Man hat dort festgehalten, die Compliance mit IFRS und gruppenweiten Bilanzierungsvorgaben. Allerdings war das, was da bilanziert war, zum Zeitpunkt der Übergabe nicht so ganz IFRS-konform, sodass dann der Erwerber Anpassungen vorgenommen hatte. Er musste Forderungen nachher korrigieren, die dort in der Bilanz waren, die nicht mehr einträglich waren. Es gab Umstellungen in der Bilanzierung von der Transaktion an, sodass dann nachher der Veräußerer sagte, ihr habt ja alles Mögliche in die Richtung dann nachher gezogen, dass das Ganze auf jeden Fall negativ wird. Und hat dann viele Korrekturen vorgenommen. Was wir in den Verträgen sehen konnten, waren auch da viele Überlegungen zur Bereinigung, um das Ganze sicherer zu machen, Beispielsrechnungen dort auch, aber einige Themen, die dann so im Vorhinein nicht absehbar sind und dementsprechend dann nachher zu dieser Diskussion führen. Wir haben rechtlich-ökonomische Themen dort gehabt zu Working Capital Anpassungsbeträgen hinsichtlich der Vorgaben im Kaufvertrag. Es ging hier nicht nur für uns darum zu sagen, wie würden wir nach IFRS auslegen oder auch bilanzieren, sondern das war im Vertrag schon klar geregelt, was man dort sehen wollte. Aber selbst da gab es erhebliche Auslegungsthemen, die schwer für beide Parteien gleichsam auszuüben waren. Hauptstreitpunkte also die Bereinigung hier von Sondereffekten und in diesem Fall auch das Problem wieder der einperiodigen Betrachtung. Man wollte also hier einen Multiple-Ansatz haben. Ein bereinigtes EBITDA musste herhalten für den gesamten Kaufpreis, seinerzeit schon und jetzt hier auch wiederum für die 20%. Wenn man das Ganze über einen längeren Zeitraum in einem DCF-Verfahren betrachtet, wären die Auswirkungen hier gar nicht so riesig gewesen. Wenn man das Ganze aber auf diesen einen Multiplikator, auf das eine EBITDA dann fokussiert, waren die Auswirkungen sehr erheblich, nämlich Kaufpreis von null oder einige Millionen, die sich der Veräußerer gedacht hatte. Ein weiteres Beispiel. Aktuell sind wir da tätig in einer Verhandlungsdiskussion, beziehungsweise man ist schon zum Signing und Closing jetzt gekommen. Das Thema betrifft jetzt eher die Bilanzierung, auf die ich gleich sprechen werde. Und zwar im Bereich einer Veräußerung von im Biotech-Sektor von Datenbanken und Samples, die dort von einem Gründer über viele Jahre entwickelt worden sind und die nun ein strategischer Käufer hochinteressant findet und erworben hat. Und auch hier würde ich sagen, es ist eher ein Synergy Case, viele Themen können von diesem strategischen Käufer am besten umgesetzt werden, aber der Veräußerer hält sich auch Möglichkeiten vor, weiterhin mit diesen Datenbanken und Samples noch zu arbeiten in eine andere Richtung. Also nicht als Wettbewerber, sondern er benötigt auch noch was und insofern kam es hier zu einem Cooperation Agreement zusätzlich. Die Hoffnung, muss ich sagen, besteht hier, dass es nachher nicht zu einem Schiedsfall kommt. Meine Erwartungshaltung ist allerdings, dass das auch schwierig werden kann. Wenn man sich anschaut, wie die Verhandlungen gelaufen sind, dann hat man dort eigentlich einen festen Kaufpreis ursprünglich immer von, ich nehme eine Hausnummer hier 180 angedacht und anschließend wurde dann auf Druck des Investment-Committees des Käufers kurz vor Schluss der Verhandlungen, als man eigentlich die Verträge komplett fertig hatte,
doch noch knapp 40% dieses gesamten Kaufpreises in den Earnout reingepackt. Wir gingen davon aus zu diesem Zeitpunkt, dass der Deal nun scheitern wird. Wir waren tätig in diesem Fall auf der Buy-Side für den Erwerber. Und dadurch, dass das Target schon mehrmals kurz vor dem Signing und Closing stand zuvor, gingen wir auch davon aus, dass die Veräußerer nun abspringen werden. Diesmal haben sie es nicht getan, es wurde akzeptiert. Und statt 180 hat man dann auf 120 fix und Earnout 70 sich nachher geeinigt. Und den Earnout hat man dann fixiert in vielen, vielen verschiedensten Themen über 2 Jahre. Da sind Management-Retention-Themen enthalten, da sind Umsatz- und EBITDA-Ziele, Aufbau eines Kliniknetzwerkes und dergleichen geplant. Und nun muss man in den kommenden 2 Jahren, erster Earnout-Zeitpunkt ist nach 1 Jahr, der weitere nach 2 Jahren, schauen, wie sich das Ganze danach herauskristallisieren kann. Wir haben hier, müssen wir sagen, eine sehr späte Diskussion über den Earnout gehabt, mit denen der Veräußerer sicherlich nicht in diesem erheblichen Ausmaß gerechnet hatte. Sicherlich war ein erheblicher Verkaufsdruck seitens der Veräußererseite vorhanden und deswegen konnten die Verhandlungen fortgesetzt werden. Und hier müssen wir sagen, wir sind auch im guten Dialog weiter mit dem Veräußerer. Beide Seiten gehen natürlich heute davon aus, dass man die Ziele auch erreichen kann. Also auch die Buy-Side geht davon aus, dass die Ziele gut erreicht werden können. Aber auch hier ist fraglich, was kann der Verkäufer eigentlich dafür noch tun? Er ist zwar in einem Corporation Agreement, aber er kann halt weitere Themen, Aufbau des Netzwerkes, Integration in das Business des Erwerbers halt auch nicht eingreifen. Momentan sind wir dabei und haben sehr vielfältige Diskussionen hier zur Bilanzierung auf beiden Seiten, nämlich den Fragestellungen, wie dieser erhebliche Earnout in den Kaufpreis reinragt, was denn eigentlich die Veräußerer zu versteuern haben im Zeitpunkt jetzt der Transaktion. Und hier ist die Besonderheit, dass man sich auf einen Share-Deal geeinigt hat, muss aber vorher dann noch einen Asset-Deal machen, um das Target in die Newco reinzubringen. Und da muss man das zum Fair-Value machen. Also das Ganze hier schon die Frage, muss dieser erste Fair Value schon den Earnout berücksichtigen oder nicht? Das hat natürlich steuerliche und bilanzielle Auswirkungen, wie ich jetzt im Folgenden dann aufzeigen möchte. Das also mal aus der Praxis gegriffen, wo es trotz ganz guter Formulierungen im SBA doch immer wieder dann später zu den erheblichen Diskussionen und auch Schiedsgerichtsverfahren führt. Zur bilanziellen Behandlung. Und hier die Perspektive, weil sie doch unterschiedlich ausgelegt wird, IFRS, HGB und Steuerrecht. Und da möchte ich anhand von einem Beispiel das Ganze mal durchgehen, wie grundsätzlich die Bilanzierung erfolgen wird. Ich nehme hier einmal an, dass ein Käufer 100% der Anteile an einem Target zu einem fixen Kaufpreis von 1.000 erlangen möchte, erwerben möchte und es wird ein Earnout, nehmen wir es hier mal an, abhängig vom EBITDA im Folgejahr über 200 vereinbart. Ich nehme weiter mal an, dass der Fair Value des Earnouts 150 beträgt. Warum 150 und nicht 200? Wir haben jetzt hier Eintrittswahrscheinlichkeiten zu berücksichtigen über dieses eine Jahr. Gerade in dem letzten Fall wären es 2 Jahre gewesen und die Diskontierung darauf. Ja, wir diskontieren das zum Closing Date ab, also mindestens 1 Jahr, manchmal 2 Jahre wird diskontiert und das andere ist die Eintrittswahrscheinlichkeit. Hieraus kann man jetzt bewertungstechnisch also eine ganze Menge von Berechnungen machen. Da kommen Kollegen mit Monte-Carlo-Simulationen, man kann einfache Eintrittswahrscheinlichkeiten dort ansetzen und sagen, ich glaube 50% beispielsweise und dann diskontiere ich einfach mit einem wie auch immer gelagerten WACC. Muss ich dort also das erhöhte Risiko vielleicht zusätzlich berücksichtigen und auch noch einen erhöhten WACC haben. Also viele Themen, die sich dann darum ranken, kann ich hier nicht alle heute natürlich drauf eingehen. Wir nehmen einfach hier mal an, 150 wäre ein Fair Value zum Zeitpunkt des Closings. Die Frage bei der Bilanzierung beim Käufer, die sich stellen, sind, wie sind denn eigentlich meine Anschaffungskosten jetzt gemäß IFRS HGB Steuerbilanz und wie ist auch die Folgebilanzierung, wenn der Earnout wie geplant eintritt oder es zu mehr Minder-Earnout-Zahlungen kommt. Die Bilanzierung beim Verkäufer, welche Kaufpreisforderung bucht er sich ein und wie viel Gewinn realisiert er dann? Zeigt er eine bedingte Kaufpreisforderung, wie versteuert er eigentlich? Gucken wir uns diese 3 Themen dort
einmal an. Zunächst einmal die IFRS-Abbildung. Gemäß IFRS haben wir nach IFRS 3, Business Combination 339, den Earnout auch genannt dort. Ein Earnout wird als Contingent Consideration klassifiziert, ist Bestandteil des Kaufpreises, also der Consideration Transferred. Und dieser soll, das ist auch dort festgelegt, zum Fair Value am Akquisitionsstichtag, also dem Closing Date, angesetzt werden. In meinem Beispiel hätten wir die 1000 fix, die 150 als Fair Value. Wir setzen 1150 in der Bilanzierung des erwerbenden Unternehmens an, hier also die Einzelbilanz einmal gezeigt. Wir haben auf der anderen Seite Bankverbindlichkeiten, ich könnte jetzt auch Verbindlichkeiten gegenüber dem Veräußerer zeigen. Also ich habe eine Verbindlichkeit von 1000 fix, die ich zu bezahlen habe. Und wir haben dann eine Liability for Contingent Consideration von 150. Ja, soweit zunächst einmal die Erstbilanzierung. Und man würde nun im Rahmen der Purchase Price Allocation, wenn das Ganze in den Konzernabschluss dann eingeht, eine IFRS 3 PPA machen. Und nun müsste man sämtliche Fair Values wiederum der Assets Liabilities ansetzen und einen verbleibenden Goodwill. Zunächst einmal haben wir viele Diskussionen immer wieder, dass hier Firmen sagen, naja, wir wissen es ja noch nicht so genau, kommt es überhaupt zum Earnout, können wir den Earnout nicht auch rauslassen, nur den fixen Kaufpreis. Hier möchte ich da verweisen einmal auf die Basis for Conclusions in IFRS 3, wo das Board also klar gemacht hat nochmal, Null ist grundsätzlich nicht akzeptabel. Es steht dort auch so sozusagen grundsätzlich. Natürlich kann es dazu kommen, wenn man der Auffassung ist, dieser Earnout war völlig irrwitzig und wir glauben nicht, dass es dazu kommt. Üblicherweise muss man sich darüber Gedanken machen. Es ist schwer zu bewerten und dementsprechend ist ein Ansatz aber vorzunehmen. Bei der PPA ist es nun so, dass ich auf einen Fair Value hier ziele, erstmal von 1,150. Das heißt, auch bei den Businessplänen mir anschauen muss, ob auch für die Custom Relationship, für die Technology und so weiter ein Businessplan vorliegt, der etwas aggressiver inklusive einiger Earnout-Themen dort heranzuziehen ist. Aus Sicht des Verkäufers haben wir eine aufschiebend bedingte Forderung, die als finanzieller Vermögenswert IFRS 9 ebenfalls angesetzt wird und damit eigentlich spiegelbildlich zur Contingent Consideration des Käufers dann hier erfolgt. Man muss es nicht spiegelbildlich abbilden, es bietet sich an, aber natürlich bilanziert der Verkäufer selber und hat seine Einschätzungen zu dieser Contingent Consideration. Wenn der Earnout jetzt eintritt, das ist die mittlere Grafik dort, dann und er tritt ein in der bilanzierten Höhe, dann passiert Folgendes, ich muss die 200 dann später bezahlen, ich habe die 50 Differenz durch die P&L zu ziehen. Es bleibt bei den Anschaffungskosten von 1,150. Daraufhin hat man auch im Konzern die PPA gemacht, den Goodwill ermittelt, die 1,150 bleiben. Das ist einmal zum Closing Date festgelegt worden. Die Differenz der 50 betreffen jetzt Aufzinsungen bzw. Die weiteren Themen der Eintrittswahrscheinlichkeiten. Die gehen durch die P&L, in diesem Fall dargestellt als Reduktion des Eigenkapitals und die 1,2 Millionen stehen dann dort als Verbindlichkeiten. Sollte sich der Earnout dann aber ändern, auch da findet die Korrektur ausschließlich dann über die GUF statt. Ja, es bleibt bei den 1,150 als Anschaffungskosten, die einmal gesetzt worden sind. Da sieht man also, wie entscheidend diese Erstbilanzierung ist. Und die 150 gehen dann durchs Eigenkapital. Wenn der Earnout also nicht eintritt, haben wir die 150 zusätzlich als Ertrag und es bleibt bei den Verbindlichkeiten von 1000. Eine Ausnahme hatte ich hier beschrieben nochmal, wäre ein 12-Month-Window. Hier ist die Frage also, in diesem 12-Monats-Zeitraum konnte man das schon besser vorhersehen. Ich glaube, da wird man diskutieren dann mit dem Auditor über werterhellende, wertbegründende Themen, ob das Ganze eine Anpassung der PPA ist in diesem 12-Monats-Fenster oder neue Ereignisse, die eingetreten sind. Eine unmittelbare Korrektur, also auch hier des Goodwills, erfolgt nicht. Und mindestens einmal im Jahr würde man dann einen Goodwill Impairment Test durchführen oder den führt man durch nach IAS 36. Und hier ist jetzt natürlich die Frage, welchen Headroom habe ich vielleicht in meiner CGU? Es ist also denkbar, dass ich recht aggressiv in die Erstbilanzierung eines Earnouts reingehe. Ich setze es mit 1,150 oder gar höher an. Und nehmen wir an, der Earnout tritt gar nicht ein. Die Performance des Targets ist gar nicht so gut. Das heißt nicht zwingend, dass ich hier ein Goodwill Impairment haben muss. Ja, wenn die CGU einen höheren Headroom hat, dann entscheidet sich das über IAS 36, ob es zu einer Abwertung kommt oder nicht. Und damit habe ich natürlich Gestaltungsspielräume, ob ich eher aggressiver oder konservativer in die Bilanzierung des Earnouts reingehe. Aber wie gesagt, einmal bilanziert,
So bleibt es dann bestehen und dann alles Weitere geht über IFRS 9, über IAS 36, über die weiteren Vorschriften der Folgebilanzierung. Ich gehe weiter zur HGB-Abbildung, denn hier ist es etwas anders. Es kann gleichlautend sein, ist aber selten anzutreffen. Also es gibt keine expliziten Regelungen, so wie im IFRS 3. Wir haben eigentlich Anschaffungskostenprinzip 2,55 HGB und den DRS 23, der heranzuziehen wäre. Ansatz ist grundsätzlich mit dem Barwert der Anschaffungskosten, so steht es dort, sofern ein Earnout verlässlich bewertbar ist und der Eintritt wahrscheinlich ist. Hier gibt es jetzt aber auch wiederum keine klaren Regelungen. Was ist denn wahrscheinlich? Ist es hier größer 50%, wie die Literatur zum Teil das sieht? Also für den Ansatz, nicht für die Bewertung. Wir sehen also auch hier häufig, dass dann dort, wenn es sehr wahrscheinlich ist, die vollen 1200 angesetzt werden. Im üblichen Falle allerdings würde man konservativer vorgehen und sagen, wir sehen das gegebenenfalls nicht und setzen diesen Earnout noch nicht an. Aber es dreht sich immer um die Wahrscheinlichkeit. Ist es denn größer 50%? Es muss schon sehr wahrscheinlich sein. Problem hier beim HGB mit dem Vorsichtsprinzip ist eigentlich, ich kann ja nicht nur vorsichtig die Aktivseite nun betrachten. Ich habe ja auch eine Passivseite zu berücksichtigen und dementsprechend eigentlich eine Rückstellung für zusätzliche Kaufpreisverbindlichkeiten. Auch das würde ja das Vorsichtsprinzip grundsätzlich vorsehen. Literaturmeinung zu diesem Thema ist, wenn ich das jetzt schon nicht bilanziere, ich sollte auf jeden Fall in den Angaben, in den anderen Angaben einen Verweis hier drauf machen, welche zusätzlichen Kaufpreisbestandteile sind noch fällig. Wenn wir jetzt die 1000 zunächst nur bilanziert haben und noch keinen höheren Barwert, dann ist also hier die Frage, was denn in der Folgebilanzierung eigentlich passiert. Bin jetzt aber noch nicht drauf eingegangen, sehe ich auf den Verkäufer. Der Verkäufer, anders als nach IFRS, würde keine aufschiebenbedingte Forderung einbuchen. Die kann nicht aktiviert werden und damit zeigt er auch noch keinen Ertrag. Ja, er hat erst nur die 1000 realisiert und bucht sich die 1000 Forderungen ein. So, wenn nun der Earnout in voller Höhe eintritt, dann haben wir im HGB grundsätzlich nachträgliche Anschaffungskosten. Ja, das heißt, die 200 sind zusätzlich auf das Target zu zielen und würden dementsprechend dann auch im Konzernabschluss den Goodwill dementsprechend erhöhen oder halt ja, irgendwelche Assets in Fair Value sehen wir selten, also grundsätzlich eine Goodwill-Erhöhung. Und dementsprechend habe ich dann eine höhere Verbindlichkeit hier gegenüber dem Verkäufer noch. Am Ende habe ich 1.200 Verbindlichkeiten enthalten. Wenn die tatsächliche Zahlung dann, der Earnout nicht eintritt, bleibt alles bei den 1.000, die Bankverbindlichkeiten bei 1.000 und ich habe dementsprechend keine weiteren Earnout-Bestandteile zu bilanzieren. Sollte ich einen Goodwill bilanziert haben vorab schon in diesem Fall und es sollte sich herausstellen, dass es kein Earnout geben, dann würde der Goodwill gegebenenfalls wertberichtigt müssen. Aber da regelt sich das Ganze über 253 HGB, habe ich eigentlich eine dauerhafte, brauche ich die dauerhafte Wertminderung vorliegen. Soweit zum HGB und damit auch zum Steuerrecht, wo es ja häufig dann die Anbindung ans HGB gibt. Die zentrale steuerliche Frage, die man in der Literatur, aber auch vor Gerichten letzten Endes immer wieder sieht, ist eigentlich die, ob ein Earnout später in ein, zwei Jahren rückwirkt auf den Veräußerungszeitpunkt oder nach dem Zuflussprinzip in dem Jahr, in dem der Earnout dann auch zu zahlen ist, wirkt. Grundsätzlich die Orientierung an der handelsrechtlichen Darstellung, also man hätte später eigentlich nachträglich Anschaffungskosten beim Käufer und Versteuerung beim Verkäufer im Jahr der Zahlung. Und wenn der Earnout als sehr wahrscheinlich angesehen würde, würde man auch hier den Ansatz bei den Anschaffungskosten berücksichtigen beim Käufer und damit hätte er auch schon einen Tax Amortization Benefit gegebenenfalls dort anzusetzen beim Asset Deal und konsequenterweise einen Veräußerungserlös beim Verkäufer. Der BFH hat 2018 dazu gesagt, wenn die Zahlungen grundsätzlich gewinn- oder umsatzabhängig sind, wie also in meinen Beispielen EBITDA oder umsatzgetrieben, dann lösen die keine materiell-rechtliche Rückwirkung aus. Und auch das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hat diesen Fall so entschieden. Die Revision ist erneut beim BFH. Also hierbei sagt man, es geht um das Zuflussprinzip und die steuerlichen Vorschriften auch des Zuflussjahres sind maßgeblich. Und bei steuerlichen Änderungen, so
sowohl positive als auch negative, ist dann die Besteuerung und die Gesetzgebung dann auch des Zuflussjahres entscheidend und nicht die Rückwirkung. Ja. Das Ganze nochmal angewendet auf das dritte Fallbeispiel, das ich gezeigt hatte, wo wir derzeit diesen sehr hohen Earnout haben. Ich sprach darüber, dass wir erstmal in die NewCo ausgliedern müssen. Damit also die entscheidende Frage, ist das Geschäft eigentlich schon zu dem Zeitpunkt 180 wert, 170, 160 oder erst nur die 120, die wir dort haben? Das ist eine vortreffliche Diskussion mit den Auditern derzeit, wie hoch man das Ganze ansetzt. Aber würde man das höher ansetzen schon, müssten ja hier die Gründer und Veräußerer schon beim Carve-Out versteuern und der Erwerber hätte seinen Tax Amortization Benefit. Aber sie müssten etwas versteuern und damit die Steuerlast auch finanzieren, die sie jetzt noch gar nicht haben. Und gegebenenfalls gibt es später dann also Rückforderungen dann. Vernachlässigt man jetzt aber zunächst den Earnout, also hier 40% des Kaufpreises und es kommt zwei Jahre später dann nachher zur Zahlung, dann hätte man dort den Share Deal gemacht und zwei Jahre später hätte man dort Shares veräußert, bekommt den Earnout und das Ganze bezieht sich dann auf 8b KStG und wir würden jedenfalls nur eine Versteuerung von 1,5% haben. Also auch da Gestaltungs- und Diskussionsmöglichkeiten sicherlich da mit der steuerlichen Betriebsprüfung, wie das Ganze danach auszulegen ist. So, um Zeit auch noch zu haben, um die eine oder andere Frage zu beantworten, bin ich soweit durch und möchte ein kurzes Fazit nur ziehen. Die Earnout-Vereinbarungen werden aus unserer Sicht beliebter, insbesondere also in diesen Geschäftsfeldern, wo wir sehr hohe Wachstumsraten haben, mit sehr unsicheren Aussichten zunächst. Wir möchten darauf hinweisen, diese Last-Minute-Aktionen, die wir dann häufig sehen in Kaufpreisverhandlungen, sollten vermieden werden oder ansonsten aber sehr sorgfältig im gesamten Team besprochen werden, welche Auswirkungen es hat, auch für die Bilanzierung, wie ich es gerade gezeigt hatte, und für die Erfolgskennzahlen der Zukunft. Der Veräußerer muss sich immer gut überlegen, dass sein Target nicht mehr in seiner Hand liegt und dass er seinen Businessplan nicht mehr selber realisieren kann, sondern dass es viel jetzt auf den Käufer ankommt, wie die Earnouts dort zu realisieren sind. Bei der Festlegung von Ergebniszielen, Bereinigungen und so weiter sind immer Beispielsrechnungen sehr sinnvoll, um das nochmal zu verdeutlichen, was man meint eigentlich. Man kann gar nicht vorsichtig genug dort formulieren. Und die Auswirkungen der Bilanzierung, Konzernkennzahlen, wie gesagt, mit den Fachabteilungen zu besprechen, um Überraschungen danach beim Closing zu vermeiden, wie wir es jetzt gerade beim dritten Deal dort sehen, wenn dann auf einmal die Unsicherheit besteht, welche Ansätze sollen denn eigentlich verfolgt werden. So, da möchte ich an dieser Stelle mit meinem Vortrag erstmal schließen, damit ich in der Zeit bleibe, Nadine. Und wir wollen schauen, ob da noch die ein oder andere Frage zu dem besteht, was ich da gerade vorgetragen habe. Sehr gerne. Also vielen Dank für den interessanten Einblick, Andreas. Die Leitungen sind freigeschaltet, das heißt, Sie können jetzt auch gerne über Unmute live die Fragen stellen. Es sind auch schon einige Fragen eingegangen, sodass ich jetzt einfach mal die erste vorlesen würde. Wie sieht die Bilanzierungsanpassung gemäß IFRS während eines Earnout-Zeitraums aus, wenn sich die Einschätzungen ändern, Andreas? Ja, das war einmal das Thema, was ich dort erwähnt hatte, wenn es nachher dann nicht dazu kommt, wenn ich jetzt also einen Zweijahreszeitraum wählen würde und ich mir die Frage stelle, was passiert denn nach einem Jahr, dann müsste man das Ganze auch wiederum nach den IFRS-Vorschriften für die Assets und Liabilities sehen. Also wenn wir mein Beispiel nehmen, dass ich die 1000 und die 150 bilanziert habe und jetzt habe ich einen Goodwill, dann muss ich auch während dieses Zeitraums des Earnouts mir den Goodwill wiederum anschauen über die CGU. Und gegebenenfalls, wenn ich genügend Headroom habe, passiert dort gar nichts, auch wenn ich erkenne, dass der Earnout vielleicht nicht so wahrscheinlich wird. Wird der Earnout in dieser Periode wahrscheinlicher und ich möchte aggressiver dort rangehen, ist die Frage, ob ich meine finanzielle Verpflichtung, die Contingent Liability, erhöhen muss, auch wiederum nach den relevanten IFRS-Vorschriften, also den Fair Value dort erhöhen muss, allerdings grundsätzlich keine zusätzliche Zuschreibung zum Goodwill oder auf der Aktivseite, sondern ich muss dann, die Erstbilanzierung steht und dann muss ich beide Seiten, Aktiv- und Passivseite, getrennt voneinander nach den IFRS-Vorschriften jeweils beachten, so wie es immer am Jahresende bei der Beurteilung der Werte ist. Danke dir.
Dann haben wir noch eine kurze Frage zum Thema Eliminierung von Intercompany-Margen. Wie tief haben Sie konkret bei sehr komplexen Lieferbeziehungen konzernintern nachgeprüft? Wurde sich hier auf die Management-Reporting-Sicht abgestellt? Bei den Intercompany-Maßnahmen, jetzt muss ich überlegen, ob wir diese Fälle da drin hatten. Es ist in der Tat jetzt schwierig, wenn man die dann später ändern würde. Ja, das ist auch da die Frage, ob man es genau in das SBA reinformulieren kann, ob die Transferpreise im Intercompany-Bereich genauso bleiben, ob, welchen Anpassungen sie unterliegen dürfen über diesen Zeitraum. Aber da ist natürlich etwas mehr Volatilität vorhanden, wenn es keine Drittmargen danach sind. Habe ich jetzt aber in diesem Fall den so nicht gesehen, dass wir das schon mal als Anpassung und Formulierung in den SBAs dort enthalten haben. Nein. Danke. So, dann hätten Sie jetzt noch mal die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Da kommt noch eine Frage rein. Wo wird normalerweise die Auflösung des Earnouts, wenn er nicht zur Auszahlung kommt, EBIT oder Finanzergebnis? Wenn der Earnout nicht zur Auszahlung danach kommt, geht es durch die Gewinn- und Verlustrechnung, ja, und dann, ob es im EBIT passiert oder im Finanzergebnis, kann ich so aktuell nicht beurteilen, wo es danach ausgewiesen wird. Lassen Sie mich kurz überlegen, wo ich es da reinpacken würde, aber erfolgt nicht. Da kommt noch eine Nachfrage von der gleichen Person zu dem Thema oder ob man da Spielraum hat zur Klarstellung, beziehungsweise kommt es drauf an. Also das ist jetzt noch nachgelagert, gehört dazu. Ja, ich würde sagen, das Finanzergebnis dürfte ja auf jeden Fall betroffen werden, wenn ich beim EBIT eine Diskontierung habe und damit Zinseffekte. Die dürfen auf jeden Fall im Finanzergebnis landen. Diese Wahrscheinlichkeitsannahmen, dass ich ja bei dem Fair Value überlegen muss, wie wahrscheinlich ist es, dass das Ganze kommt, ist ja eher eine Business-Entscheidung, also ob man das Ganze aufteilt. Da ich jetzt nicht im Audit-Bereich das Ganze danach abzusichern habe, muss ich da derzeit passen, kann ich gerne mal im Nachgang aussuchen und nochmal mit unseren Fachabteilungen besprechen, in welchem Line-Item man das Ganze zeigen würde. Ich hätte eine Präferenz dafür, das Ganze bei einem Finanzergebnis zu zeigen. Können wir gerne machen. Da können wir sicherlich den Kontakt nochmal herstellen. Machen wir so. Ja. So, weitere Fragen. Da kommt noch eine Frage rein. Gibt es Bestrebungen, hierzu ein Paper zu veröffentlichen? Es gibt einige Paper dazu auch. Auch gerade in jüngerer Zeit könnte man sich anschauen. Einmal Rogler Richter kann ich da empfehlen, in der Wirtschaftsprüfung enthalten gewesen, 2021. Also auch schon mal Beiträge zur handelsrechtlichen und zur IFRS-Darstellung. Wir werden momentan jetzt dazu kein Paper machen. Ein Paper von uns kommt jetzt nochmal ganz aktuell zu den Wachstumsaussichten, sodass wir da in der Wirtschaftsprüfung uns darauf gerade fokussiert haben, aber jetzt nicht zu dem Thema Earnout. Aber man muss sicherlich darüber mal weiter nachdenken. Ich denke auch, wenn man sich das Papier mal von Rogler Richter durchliest, das war also in zwei verschiedenen WPG-Ausgaben, sieht man, dass dort auch vieles natürlich offen gehalten wird, wie dieses Thema der Eintrittswahrscheinlichkeiten für HGB, größer 50% und dergleichen. Also es sind offene Diskussionen, eine klare Regelung dazu würde ich nicht erwarten, dass die in der absehbaren Zeit jetzt kommt. Danke dir. Dann haben wir noch einen Kommentar zu der Frage davor, wo es um die Auflösung des Earnouts ging. Da hat sich jetzt noch jemand gemeldet und sagt, es besteht hier Gestaltungsspielraum und sie würden es im Finanzergebnis zeigen. Würde ich aus dem Bauch heraus, ohne mich hier festzulegen. Ja. Dann haben wir noch, welcher Diskontierungsansatz wird bei der Fair-Value-Bestimmung des Earnouts verwendet? Unverschuldeter EK-Kostensatz? Ja, ich hatte das gerade erwähnt. Man müsste natürlich überlegen, wenn der Earnout sehr aggressiv ist, ob diese zusätzliche aggressive Komponente von einem, sage ich mal, stabileren, konservativen Businessplan hin zu mehr Aggressivität dadurch auch noch einen höheren WACC bedarf, würden wir teilweise schon mal klar überlegen. Aber es geht doch eher immer um die Eintrittswahrscheinlichkeiten für diesen Earnout. Die kommen zusätzlich dann da mit herein, sodass man eher in so eine Entscheidungsbaumsystematik kommt und die Diskontierung
habe ich zumeist nur über den ganz normalen WACC gesehen. Nicht unverschuldete Eigenkapitalkosten, sondern wir sind hier meistens im DCF-Ansatz unterwegs und würden den WACC nehmen, den wir auch für das Gesamtmodell genommen haben, müssten aber gucken, ob wir die Eintrittswahrscheinlichkeiten dann in einer Entscheidungsbaumsystematik mit 30, 30, 40% jeweils irgendwo durchrechnen und dann das Ganze diskontieren mit dem normalen WACC. So sehe ich es üblicherweise. Ich möchte aber auch nicht verwehren, dass der ein oder andere vielleicht hingeht und sagt, wenn ich in einen noch aggressiveren Bereich gehe, dann brauche ich auch einen noch höheren WACC. Allerdings, wie er den dann bestimmen möchte, weil ich das Ganze ja vom Kapitalmarkt mache, ist halt immer schwierig. Ich würde noch eine letzte Frage in die Runde stellen oder an dich, Andreas. Ja. Wenn ich mit Eintrittswahrscheinlichkeiten im Rahmen der Earnout-Bewertung arbeiten muss, welche Möglichkeiten sehen Sie, die Wahrscheinlichkeit zu objektivieren? Wie viele Szenarien haben Sie in der Praxis schon gesehen? Ja, ist ein sehr guter Punkt, weil ich muss ja grundsätzlich ein Market Participant Point of View ansetzen. Und wenn die schon in einen Earnout eintreten, die beiden Parteien, dann scheinen die beiden ja schon leicht unterschiedliche Erwartungshaltungen zu haben. Sonst wäre es ja vielleicht zu einer vollen Kaufpreiszahlung gekommen. Also selbst da wird es schon schwer. Da wir in diesen Fällen sehr häufig auf der Käuferseite für die PPA dann tätig sind, sehen wir natürlich das Buy-Side-Model und müssen dort immer schauen, welche Synergien hat man schon eingerechnet, aber sind das Buyer-Specific oder Market-Participant-Synergies? Ja? Und dann besprechen wir die Eintrittswahrscheinlichkeiten auch eher mit dem Buyer und würden hier sagen, wie sehen wir denn jetzt das Ganze, was formuliert worden ist? Und in unserem Beispiel dort sind wir auch Formulierung für Formulierung durchgegangen, was Retention angeht, was EBITDA-Ziele im ersten Jahr, im zweiten Jahr angeht. Ja? Und objektivieren kann man das Ganze schwerlich. Es ist doch eher eine Einschätzung vom Management zu sagen, in dem ersten Jahr glauben wir schon noch und die noch weiteren höheren Ziele im zweiten Jahr glauben wir nicht mehr so sehr. Und dann werden dort Eintrittswahrscheinlichkeiten an den Tag gelegt. Wir können das nur abgleichen mit den Business Cases, die der Seller uns gegeben hat, der Buyer uns gegeben hat, und um dann zu sehen, ob wir in einem vernünftigen Ballpark sind bei der Einschätzung dann auch der Wahrscheinlichkeit. Vielen Dank. Ich würde jetzt auch an der Stelle die Fragerunde beenden, damit wir nicht allzu sehr überziehen. Den Link zur Präsentation versenden wir natürlich gerne im Nachgang noch, genauso wie nochmal den Link zur Aufzeichnung und die Kontaktdaten. Wenn Sie dann noch Fragen haben, kommen Sie gerne auf uns zu. Unser nächster Webcast aus dieser Reihe wird voraussichtlich im September stattfinden, aber dazu erhalten Sie dann natürlich rechtzeitig eine Einladung. Und dann bedanken wir uns jetzt für Ihre Teilnahme an unserem Webcast und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, herzlichen Dank. Wiederschauen. Danke. Tschüss. Danke. Ciao, ciao.